Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit dem FC Schalke 04. Erstmal ja, kleines Dankeschön für euer kleines, aber kritisches Feedback unter dem letzten Video. Klar, ich habe mal wieder dermaßen verkackt im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Und auch zuvor in den letzten Ligaspielen war es schon nicht mehr ansehnlich, was ich da gespielt habe. Auf einmal läuft es wieder gar nicht auf Weltklasse. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist bei mir auch wirklich sehr, sehr, sehr tagesformabhängig. Und allgemein auch, wie die Form der Spieler wo ist. Ich weiß sonst nicht, woran das liegen könnte. Ich habe echt keinen Plan. Aber meine blöde Befürchtung ist, wenn ich jetzt auf Profi da runterstelle, dann knall ich Dortmund mit 3-0 weg. Und das ist ja dann irgendwie auch nicht der Sinn der Sache. Und einer hat es da richtig gut gesagt. Es ist doch besser, wenn man nicht von vornherein weiß, ob ich jedes Spiel gewinne, so wie bei anderen Videos, ich will jetzt keine Namen nennen, mir wird auch einfach keiner einfallen, wo man genau weiß, wo, ach, die gewinnen ja, wie hoch gewinnt er diesmal, was für geile Tore macht er diesmal. Ich finde, das macht nicht den genauen Reiz aus. Eigentlich ist es doch am besten, wenn man spannende Spiele hat, wenn man auch am Ende knapp und wurschtig und scheiße gewinnt. Gut, das darf natürlich nicht immer sein, aber so soll es mal sein. So ist es doch schön, so kommt doch ein bisschen mehr der Reiz rein hier in so ein Spiel und deswegen, ja. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Mit voller Konzentration auf Weltklasse im Derby gegen Dortmund werde ich es jetzt probieren. Dortmund ganze 3 Punkte hinter uns auf Platz 7 stehen. Also sieht man, wie eng das da zusammen ist hier in der Tabelle. Schon krass. Und ja, würde ich sagen, starten wir mal rein. Wir werden ein kleines bisschen rotieren. Was ist denn jetzt los? Problem, Änderung, was? Wer ist hier verletzt? Martip ist verletzt, okay. Dafür rückt natürlich Fabian Schär erstmal rein. Papadopoulos in den Kader. So. Verfahren muss natürlich auch wieder mit rein hier. Für Meier erstmal. Der taucht ja gar nichts mehr. Ich glaube, den müssen wir auf jeden Fall verleihen. Und ja, mehr ändern wir im anderen Menü. Weil sonst ist das hier dauerhaft geändert und dann wundere ich mich jedes Mal. Also von daher, ja, auf geht's hinein. Wir probieren es noch einmal auf Weltklasse. Ich probiere mich mit voller Konzentration daran zu gehen. Und sicher zu spielen natürlich auch vor allem. So, gegen Borussia Dortmund. Das Derby steht also an. So, Boateng, totales Formtief. Goretzka. Jedenfalls die Geister in ihre Ideen kommen. Und übrigens, kleiner Funfact, ne? Schalke 04 holt sie natürlich. Wen? Na, Johannes Geis. Wer hat ihn vorher geholt zum Let's Play? Der Hansa-Fan. Also irgendwie habe ich doch einen Riecher dafür, welche Spieler alles zu Schalke wechseln. Im Fußball-Manager-Let's Play war es doch mal der Kevin Prince Boateng, der dann kurz darauf zu Schalke wechselte. Es war der gute Christian Clemens, der darauf zu Schalke wechselte. Es war Lukas Podolski, den ich mir im FM geholt habe, wo auf einmal ein ganz fettes Gerücht aufkam. Es war Johannes Geis, den ich mir geholt habe hier im Let's Play. Also, ich wüsste jetzt gar nicht, wer es noch war. Ich könnte mal hier kurz den Kader durchgehen. Choupo-Moting, glaube ich, nicht. Nee, nee. Ist natürlich jetzt schwierig einzuschätzen. So, Kolasinac, weiß ich jetzt nicht. Wir lassen Papadopoulos auf jeden Fall auch ran. Für Benny Höwedes, der hat mir für mich gar nichts getaucht letztens. Schieder. Marco Höger. Startformation zusammen mit Johannes Geis. Also heute wischen wir das mal wirklich durch und Schieder natürlich Rechtsverteidiger. Fan war zuletzt auch nicht gut drauf, genauso wie Draxler. Und für Draxler setzen wir heute Leroy Sané ein. Und für Schürrle auf rechts Sam. Halt, nee, wir machen. Sam hat links gut gewirbelt letztes Mal, also Sané auf rechts. Wir probieren mal was ganz, ganz anderes aus hier heute. Vielleicht ein bisschen zu viel Rotation, ich weiß es nicht. Ein Kopf wird rollen, ein Kopf fliegt hier noch aus dem Kader raus. Und zwar ist das in diesem Fall Julian Draxler, der für Choupo-Moting weichen muss. Und einer wird noch fliegen. Naja, gut. Verschoben wir doch mal den Rest. Ja, doch, komplett raus. Doch, wir lassen den Kapitän mal ganz draußen hier. Ne, wir brauchen einen Innenverteidiger. Oder? Cola kannst du nicht. Naja, Schea und Papadopoulos Innenverteidigung. Das kann ja was werden. Ich probiere es einfach mal aus. Und wenn hier nachgeht, dass hier wieder total in die Dünsen geht, dann, ja. Ganz klar, dann muss ich halt wieder einen runtergehen. Dann bringt das Ganze ja gar nichts. Jetzt habe ich eine Sprachnotiz gekriegt, über fast 2 Minuten lang, meine Güte. Bin beliebt. So, kurz Elfmeter hier reinkloppen mit dem Hunter. Nee, wird nichts. So. Also, Revierderby. Es knistert in der Feldins Arena. Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund. Der zweite gegen den siebten. Aktuell hier im Let's Play. Bekannte Gesichter. Hummels, Schmelzer, Bender. Großkreuz haben wir gesehen. Großkreuz, nee, nicht Kapitän, Weinfeller ist Kapitän. Der Keeper, Roman Weinfeller. Und bei uns im Tor natürlich ganz klar Ralle Fährmann. Da haben wir Sydney Sam.
gegen Bremen eine Torvorlage gegeben, da hat er sein Start-F-Comeback gegeben, jetzt auch sein Start-F-Comeback in der Bundesliga. Boateng heute nur auf der Bank, der braucht eine Pause anscheinend. So, und im Mittelfeld Höger und Geis heute. Sané rückt rein, komplett umgekrempeltes Mittelfeld, fast komplett umgekrempelte Abwehr, Papadopoulos und Scheer größtenteils auf der Bank geschmort in dieser Hinrunde bislang. Also irgendwie, ja, müssen wir mal ein Zeichen setzen. Weinfeller klar am Tor bei Dortmund. Großkreuz auf der Rechtsseiteposition. Die Viererkette noch Hummels, Zucker, eine Schmelzer. Dann 4-4-2 mit flacher Raute. Also mit Halbposition. Leitner mit Italien jeweils im zentralen Mittelfeld. Vor der Abwehr Bender. Hinter den Spitzen Kagawa und vorne drin Ramos und Immobile. Die Flops schlechthin bei Dortmund, aber hier spielen sie. Sokratis, auf geht's hier im Revier Derby. Marcel Schmelzer. Sané. Holt sich den Ball. Sané spielt den Pass auf Mitrovic. Schade. Kommt nicht ganz durch. Kagawa auf Immobile. Mkhitaryan. Mkhitaryan. Mkhitaryan! Und Fehmer muss gleich mal eingreifen. Der Armene mit dem ersten Warnschuss hier. Schöner Schuss. Fehmer greift über. Klärt zum Eckball. Und Henrik Mkhitaryan macht sich hier bereit zum Eckball. Den kurzen Fast geschlagen, kein Problem für Ralf Fährmann. Kurzer Abroller. Sam. Oh Gott. Kagawa. Fährmann. Und August da zum Klären. Also das war schlecht gelöst von Marco Höger eben. Jetzt nimmt das Sam mit. Auf außen. Johannes Geis, Hünteler. Das ist aber weg. Leitner. Kagawa. Immobile sucht jetzt Adrian Ramos, der über außen kommt, ist dann schneller. Ramos gegen Uchida. Uchida bleibt dran, Scheer mit dem Kopf zur Stelle. Scheer ja der Shootingstar letzte Saison, hat er eingeschlagen wie eine Bombe. Also von Basel kam, Mitrovic, zu wenig, Bender. Kagawa. Japan-Kollege Uchida ist davor, aber der kann den Ball nicht vom Ausretten. Großkreuz gegen Marco Höger. Zwei Kämpfer vor dem Herrn. Leitner. Leitner auf Immobile. Immobile im Strafraum. Aber ganz klar verzogen, der Italiener. Ciro Immobile. Ich dachte erst, da wäre Ogo noch dran gewesen. Der weicht noch aus. Und Fährmann mit dem Abstoß. Und Immobile nutzt das Ding. Eieiei, ganz bitteres Ding von Ralle Fährmann. Und Ciro Immobile mit der frühen Führung für Dortmund an der Viertelstunde ist gerade mal rum. Um Gottes Willen, was mache ich da? Aogo versteckt sich, aber das muss Fährmann natürlich sehen. Satter Schuss dann in die kurze Ecke. Kommt fast auf Mann, aber gut. Das Gesicht kann er da nicht hinhalten, Fährmann. So schnell kriegt er die Arme auch nicht hoch. Ganz, ganz sattes Ding von Immobile. Da waren bestimmt knapp 100 km/h hinter. Und Schalke mal wieder hinten. Passt natürlich nicht gerade hinein in die Szenerie von Schalke momentan. Oh Gott, Hummels mit dem Klassepass auf Immobile. Papadopoulos. Papadopoulos, sehr gut nachgesetzt. Sydney Sam. Johannes Geis. Geis. Ah, bleibt am Bänder hängen. Geis jetzt nach. Geis jetzt nach. Oh, Aogo. Jetzt mal Konzentration und Ball halten. Papadopoulos. Hinten rum. Fährmann. Wechselt die Seite. Uchida. Und Sané. Muss der Seitenwechsel. Aogo. Auf Sydney Sam. Bleibt am Großkreuz hängen. Einwurf für die Königsblauen. Mitrovic vor Bayern Hummels. Alexander Mitrovic und Weinfeller. Ja, Offensivaktion von Schalke. Sind nicht so häufig in letzter Zeit. Bender. Schmelzer. Auf der anderen Seite mal zu finden hier. Schmelzer gegen Linksverteidiger Ogo. Vorteil lässt er laufen. Höger, kein Foul. Aber schwacher Pass von Marco Höger. Fehlpassquote 60% oder so.
Schmelzer. Kagawa. Stockfehler bei Kagawa und die Chance ist trotzdem noch da. Fährmann passt gut auf. Aber das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Mkhitaryan spielt kurz Hummels an. Scher drängt ihn aber gut ab. Mitrovic. Und Johannes Geis. Konterchance Schalke. Johannes Geis. Der ehemalige Mainzer. Lässt die zweite nach außen abdrängen. Hinterlaa! Fährmann greift zu. Ja, Szenenapplaus von den Schalker Fans. Sie stehen zur Mannschaft. Stockfehler Immobile. Also die Dortmunder haben irgendwie zu tun mit den Ballannahmen. Kagawa aufs Bender. Immobile, Papadopoulos dazwischen. Aogo. Und was gibt's? Er gibt Elfmeter! Ach, das kann doch nicht wahr sein! Nein, für sowas kannst du keinen Elfmeter geben! Hier nehmen wir es Aogo, Fuß. Nee, er hält nicht drüber. Nein, nein, er kommt zwar mit. Er kommt zwar mit dem Fuß voran herein, aber er hält nicht drüber bei Ramos. Nein! Da kannst du keinen Elfmeter für geben. Nicht in so einem Spiel. Immobile! 2-0. Fährmann hat die Ecke, kommt aber nicht dran. Und Ciro Immobile schnürt den Doppelpack. Mann! Das spielst du heute mal gar nicht so schlecht. Und dann gehst du doch sonst scheiß in Rückstand. Fährmann, kommt da nicht richtig ran. Wieder satter Schuss von Immobile, sein vierter Saisontreffer. Feldings Arena ist still. Nur die Dortmunder sind zu hören. Hinterlaa will auf Sané rauslegen. Youngster wenig eingebunden zurzeit. Mann! Bender, Aogo blockt ab. Keiner geht hin. Ramos. Abwehr aufgescheucht wie ein Hühnerhaufen. Kannst nehmen, wie du willst. Kannst drücken, wie du willst. Du kriegst immer die falschen. Am schlechtesten positionierten kriegst du. So, Fährmann, hau raus den Scheiß. Nicht wieder so ein Mist wie eben. Hinterlaa Kopfballsieger. Sidney Sam. Sam gegen Großkreuz. Sam hat den Ball nicht mehr. Naja, er geht zwar dazwischen, aber am Ende ist es nur ein Abstoß für Roman Weinfeller. Mann, 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 ist das bitter, wie Schalke hier in Rückstand gerät. Sicherlich sind sie offensiv, spulen sie offensiv kein Feuerwerk heute ab, aber es sieht doch relativ besser aus als zuletzt schon mal. Fährmann. Sané. Kommt nicht ran. Sokratis. Und da ist Pause. Gellendes Pfeifkonzert in der Arena auf Schalke. Die Dortmunder, sie können sich erstmal zufrieden hinsetzen. 2-0 Führung im Derby. Ja, Leute, was willst du machen? Hast die Scheiße am Fuß, kommt auch noch Pech. Nee, wenn du kein Glück hast, kommt auch noch Pech dazu. Ah, nee, ey. So. Aggressive Leader Boateng kommt rein. Für Marco Höger. Der für mich gar keine Akzente setzen konnte da. Fehlpässe. Jetzt sagt man, da bin ich schuld. Also. Ich drück die Richtung und die Stärke. Sané. Schieder. Mitrovic. Steht Boateng im Weg. Oh, Foul für. Freischuss für Schalke da gegeben. Sané. Sané. Und Schmelzer mit der Grätsche.
Sah sehr gefährlich aus. Papadopoulos mit dem Kopfball genau auf Ramos. Und der mit Doppelpass Immobile. Immobile stark von Fabian Scheer. Nee, da gibt ja schon wieder Freistoß. Alter, das ist ein Vogel. Gelbe Karte jetzt auch noch für Boateng. Warum auch immer. Ja, hätten sie noch richtig zeigen können. Nee, es gibt doch Einwurf oder... Nee, es gibt Freistoß. Also, ein paar fragwürdige Entscheidungen sind ja auch schon wieder bei. Fährmann, geh hin, um Gottes Willen. Ey. Abstoß. Mal Fährmann, langes Ding. Mitrovic, kann er außen verlängern. Schmelzer. Papadopoulos. Und wieder faul. Wieder kommt ein Schalker zu spät. Und erneut die gelbe Karte. Also das hier, jetzt übertreibt er es aber echt. Jetzt übertreibt er es. Es ist absolut kein unfaires Derby. Und trotzdem stehen hier schon vier gelbe Karten zu Buche. Oder sagen wir drei. Er kommt zu spät. Ja, Ermahnung reicht in so einem Spiel. Meine Güte. Schmelzer. So, nee. Schade. Schmelzer stellt den Körper geschickt dazwischen. Bender. Leitner. Oh, Stockfehler Leitner. Mitrovic. Boateng. Sané. Ah, keine richtige Ballbeherrschung. Zu nervös, der Junge. In diesem Derby vielleicht. Oh, und der Pass auf Immobile ist durch. Und Schieder passt auf. Boateng. Sané. Mitrovic. Gegen Hummels. Abseits. Duxch. Geis. Hündler auf Sam. Jetzt mal Tempo gegen Stoßen. Nee, Großkreuz, der schmeißt sie dazwischen. Wechsel der Schalke. Für Sané kommt André Schöle. Ja, der Youngster. Bisschen blass geblieben hier in dieser Partie. Wenig eingesetzt worden. Schwierige Situation natürlich auch. Wenn jetzt die Mannschaft gerade befindet. Warum denn da? Ich will Boateng anspielen, Mann. Schalke in der Offensive viel zu haben. Das ist immer wieder André Schürrle. Sucht mal ein Tempo-Dribbling. Gegen Großkreuz. Und am Ende bleiben sie beide liegen. Und Leitner kann klären. Geis gut dazwischen gegangen. Yoshida. Geis und Schürrle hat jetzt Platz. Schürrle, das kann nicht wahr sein. Mann, ey. Italien. Den Schmelzer noch ins Spiel. Flanke ganz schlecht von Schmelzer. So, dritter und letzter Wechsel bei S04. Leon Goretzka für Johannes Geis. Und wieder. Kommen wir jetzt einen Schritt schneller. Schmelzer gut bedrängt von Hünteler. Goretzka. Mitrovic. Schöne Schnittstelle auf Sidney Sam. Großkreuz stört ihn.
Sam, guter Laufweg. Duxch wird gestört von Shea. Leitner. Uschida dazwischen. Irgendwie behält Dortmund die Ball in den Reihen. Boateng gut dazwischen gegangen. Mitrovic, schöner Pass jetzt auf Sydney Sam. Aber Hummels mit all seiner Klasse. Luchst er da Sydney Sam den Ball ab. Boateng auf Güntela. Goretzka. Wieder Hummels. Klärt zum Einwurf. Schalkes Schlussoffensive kommt zu spät. Boateng und Sam, die beiden aussortierten. Warum geht Goretzka nicht hin? Mann! Warum zum Teufel hier Goretzka? Na gut, sind beide im Abseits. Schmelzer, ja. Das war natürlich sehr schlecht gelöst von Marcel Schmelzer. Sam. Boateng! Das war der erste Torschuss von Schalke 04 in der zweiten Halbzeit. Wir schreiben die 94. Minute. Sam. Etwas Glück hat er den Ball da. Großkreuz gut dazwischen. Und da Schluss. Borussia Dortmund gewinnt das Revierderby beim großen Rivalen auf Schalke mit 2:0. Am Ende natürlich verdient. Schalke in der Offensive weiterhin zu haben. Allerdings nicht so, nicht ganz so, aus meiner persönlichen Sicht gesagt, fand ich es jetzt nicht ganz so schlecht wie die letzten Spiele. Wie zum Beispiel gegen Werder auch. Die Tore fielen sehr, sehr unglücklich. Was hatte Dortmund sonst für große Chancen? Nicht sehr viel, muss man dazu sagen. Also auch Dortmund in der Offensive eher harmlos hier. Das war das Ding hier von Mkhitaryan, den Fährmann-Klasse rausholt. Der mache ich diesen blöden Patzer, aber diesen scheiß Abstoß. Wo der Immobile den genau auf den Fuß kriegt. Also, da kann man nichts gegen verteidigen. Und dann der Elfmeter, ja. Also ich sehe mich jetzt noch nicht groß. Ich sehe mich jetzt noch nicht großartig gezwungen, umzustellen wieder. Jetzt geht es erstmal in der Champions League gegen Saint-Étienne. Motivieren wir unsere Jungs mal. Was haben wir noch hier? Danke, Chef Uschida, ja. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt noch nicht groß. Ja, ich sehe jetzt noch keinen großen gezwungen. Ah, ich sehe. Ah, Mann, wie soll ich sagen? Ich sehe mich noch nicht gezwungen, umzustellen hier bei diesem Spiel. Weil das. Ich finde, das war nicht so schlecht jetzt, ganz ehrlich. Kurz mein Gehalt gesprochen. Heulsuse, Mann. Als ob wir jetzt besser zu hören, als über Gehalt älter zu sprechen. Wie lange läuft jetzt der Vertrag noch? Verfahren. Noch ewig, wenn ich das richtig sehe. Habe ich den nicht letztens erst verlängert? Den habe ich doch letztens erst verlängert. Jetzt will er nochmal Gehalt haben? Geldgeile Sau, ey. Gut, Leute. Also, ich probiere es in der Champions League nochmal aus. Ich fand, es war nicht, offensiv muss man noch ein bisschen näher kommen. Klar. Laufwegemäßig und so. Aber Grundgerüst ist natürlich erstmal eine sichere Defensive und die stand eigentlich sicher. Die zwei Gegentore sind natürlich richtig ärgerlich und beschissen gewesen. Aber jetzt machen. Na gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Hansa-Fan.